Schauen wir als erstes nach Brüssel. Herr Bosbach, Europa war gewarnt, Belgien war gewarnt. Und dennoch konnten diese Anschläge nicht verhindert werden. Können Sie es auch in Zukunft nicht, trotz höchster Alarmbereitschaft? Leben wir da, Peter Neumann, in Bezug auf die Qualität dieser Anschläge der IS-Terroristen? Sind die in der Lage, haben sie die Mittel und die Möglichkeiten dazu, Attentate dieser Größenordnung quasi jede Woche in irgendeiner europäischen Hauptstadt zu initiieren? Ist nicht dennoch in Deutschland schleichend irgendwie Terror und Angst vor Terror längst angekommen? Und dann müssen wir trotzdem darüber reden, wie ausgerechnet diese Feinde unter uns sein können. Frau Tecker, Sie sind Journalistin. Pfarrer Maurer hat schon gesagt, jesidischer Herkunft, leben in Deutschland, haben große Reportagen gemacht über viele außenpolitische Themen, auch über das Schicksal der Jesiden im Nordirak. Und Sie sagen, Deutschland ist bedroht. Wovon? Sie sind unter uns. Hier geboren, hier aufgewachsen, nie angekommen. Sie kommen aus muslimischen, manchmal auch aus christlichen und atheistischen Familien. Es sind unsere Terroristen von morgen. In Molenbeek hat der Rechtsstaat jahrzehntelang gezielt weggeschaut. Rechtsfreie Räume durch Unterlassung. Der Paris-Attentäter Saleh Abdeslam, in Belgien geborener Franzose, konnte sich hier 4 Monate verstecken. Ausgerechnet in der bekanntesten Islamisten-Hochburg Europas. Der Brüsseler Flughafenattentäter Ibrahim al-Bakraoui, gebürtiger Belgier, wurde letztes Jahr aus der Türkei abgeschoben, Terrorverdacht, ohne Konsequenzen. Die Gefahr kommt nicht von außen. Europa und auch Deutschland produzieren Terroristen, ja exportieren sie sogar. Und die können bislang relativ problemlos zurückkommen. Über 750 deutsche Kämpfer waren bereits im Irak und Syrien. Rund ein Drittel von ihnen ist mittlerweile wieder bei uns. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Frau Tecker, der Hauptverdächtige von Paris hat in Molenbeek über Monate gelebt, obwohl er der Verdächtige war, von dem offensichtlich viele wussten, aber nicht die entscheidenden Stellen wussten. Konnte man ihn nicht finden oder wollte man ihn nicht finden? Es kommt darauf an, wen Sie damit meinen. Ich stelle häufiger fest, auch in Deutschland, dass diejenigen, die es betrifft, besser informiert sind. Also diese Terroristen gedeckt werden und Verfassungsfeinde, dann machen sich die Menschen, die sie decken, auch mitschuldig. Wir uns mit dieser Tatsache nicht abfinden wollen, dass der Terrorist auch neben uns wohnen kann. Was können wir dagegen tun? Das, was Frau Teckerl sagt, können wir uns wehren und in welcher Form müssen wir? Auf einen Punkt nochmal, weil ja auch diese Abwehrmechanismen erstmal funktionieren und man nicht gleich zu den wirklichen tieferen Gründen kommt in der Gesellschaft. Molenbeek wird dargestellt als eine verrückte Stadt, sowieso Hochburg der Islamisten, das Chaos der Ermittler. Machen wir das auch, weil es für uns erst einmal so eine aufschiebende Wirkung hat? Das konnte eben nur so in Belgien passieren? Sind das so klassische? Also es ist absolut eine Warnung, aber ich war schon in Molenbeek und ich war auch in Neukölln schon. Und Neukölln ist nicht Molenbeek. Das waren alles keine Flüchtlinge. Die Terroristen sind in Frankreich und Belgien geboren und aufgewachsen. Das zeigt vor allem eines: Man muss viel mehr tun, um diese Ghettobildung zu verhindern, die wir aus Paris und Brüssel kennen. Dort wurden über Jahrzehnte die Menschen ohne Bildung und Arbeit gelassen. Wer Ghettos zulässt, sät den Keim für Kriminalität, Gewalt und am Ende auch für Terror. Herr Ramelow, die Konsequenz wäre, dass es tatsächlich gelingt, Gewalt und Terror zu sanieren, wegzusanieren oder überhaupt nicht entstehen zu lassen. Nun haben wir trotzdem vorher, Herr Ramelow, die Frage diskutiert, ob ein Grund eben auch in der Religion begründet sein kann. Sie sind ein bekennender Christ. Gibt es in Ihren Augen friedlichere und weniger friedliche Darf Religionen? Darf ich daran erinnern, dass... Ja, wir hatten halt gleich relativ viele einfache Antworten auf schwierige Fragen geben können. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Und dann sagt ein Salafist, Gott zu dienen. Was passiert nach dem Tod? Paradies oder Hölle? Was ist Gerechtigkeit? Steht im Koran. Warum gibt es Schlechtes? Prüfung. Also auf alle erdenklich schwierig philosophischen Fragen haben Salafisten
wirklich einen Satz parat. So, und dann ist es ja trotzdem noch mal was anderes, nach diesen Brüdern im Geiste zu suchen und nach dem Sinn des Lebens zu suchen, bis man dann ein Terrorist wird. Diesen Schritt sind Sie nicht gegangen. Was muss passieren, damit man ihn geht? Wenn wir uns diese Biografie noch mal anschauen, die zum Glück an einem bestimmten Punkt endete, Herr Neumann, ist dieses Konvertieren, Radikalisieren, Terrorisieren ein typischer Weg für Terroristen des IS? Der Terror schlägt zu. Jederzeit und überall. Ob als Randnotiz, 70 Tote in Pakistan, oder als mediales Großereignis, 32 in Brüssel. Die militärischen Erfolge gegen den IS im Irak und Syrien, nur ein Pyrrhus-Sieg? Asymmetrische Kriegsführung. Bombt ihr Palmyra und Raqqa, sprengen wir uns morgen in Berlin und London in die Luft. Fatales Signal. Wenn der Terror uns trifft, steht der Westen Kopf. Beschwört Vergeltung, schickt Flugzeugträger und Kampfjets. Nur ein bisschen weiter weg fallen uns zum IS-Terror nur die üblichen Beileidsfloskeln ein. Und so droht die perverse Strategie der Islamisten doppelt aufzugehen. Selbst die Opfer der IS-Barbarei dienen als Beleg für ihre Grundthese, ihren Rekrutierungsruf. Dass der Westen, wenn es um Menschenleben geht, mit zweierlei Maß misst. Merz sagt, wir wissen von den Familienclans, die ganze Stadtteile beherrschen. Wir kennen die Hassprediger und die Gefährder und können nichts dagegen tun. Aber gegen den IS soll das jetzt gelingen? Was sagen Sie, Frau Merz? Das ist genau das, was ich damit meine. Dass sozusagen, bis der IS entstehen konnte, wir noch einige andere Möglichkeiten gehabt hätten, die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie zu verhandeln. Pfarrer Meurer, wenn wir unsere Diskussion noch nicht zusammenfassen, aber genau an diesem Punkt bleiben und sagen, es ist uns offensichtlich nicht mal gelungen in Deutschland, die Menschen, die hier leben, mit Bildung, mit Arbeit und mit einem guten Verhältnis zu unserer Verfassung und unserem Land auszustatten. Wie wollen wir das für 1 Million Flüchtlinge schaffen? Wenn man Integrationsverweigerer bestrafen will, ist es dann nicht eigentlich schon zu spät?